Kein Halten für den Frühling, könnte man meinen, nach der vergangenen Woche hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Aber der Frühling bekommt jetzt zum Wochenende zumindest wieder einen kleinen Dämpfer, denn diese Warmluft, die wird jetzt erstmal wieder abtransportiert. Und es folgt ein, ja, doch wechselhaftes und kühles Wochenende. Am besten lässt sich das heute, also diese Wetterlage mal auf dem Satellitenbild von heute Morgen erklären. Auf dem Satellitenbild sehen wir diesen Warmluftpfeil. Das ist also diese wärmere Luft, die jetzt abgedrängt wurde. Und dahinter folgt erstmal deutlich kühlere Luft. Und dazu, zu dieser kühleren Luft gehören ordentliche Schauerpakete. Das sieht man sehr gut auf dem Radarbild von heute Morgen. Und das sind diese grünen Kleckse, die Sie dort sehen, sind mal teilweise weniger kräftig, aber auch teilweise sehr kräftige Schauer. Und damit lässt sich auch das Wetter schon zusammenfassen. Kühl mit kräftigen Regen und sogar Graupelschauern in dieser kühlen Luft. Die sonnigen Momente sind kurz, aber es gibt sie ab und zu. Und windig wird es auch noch. Und jetzt schauen wir auf die Vorhersage für morgen früh. Das habe ich absichtlich jetzt mal mit dazu genommen, denn durch diese markante Abkühlung kann es in den Mittelgebirgen auch wieder leichten Frost geben. Tagsüber am Sonntag weiterhin ungemütlich mit Regen und Graupelschauern, maximal 10 Grad. Montag sieht es schon besser aus, trocken mit Sonne und Wolken, aber kaum wärmer. Dienstag wird es dann allmählich wieder milder mit mehr Wolken, aber weitgehend trocken. Also erstmal statt Liegestuhl wieder Regenschirm und Jacke oder sogar Mantel. Aber ich kann Sie beruhigen, im Laufe der Woche wird es nach diesen kühlen Tagen auch wieder milder. Und das gilt auch für Ostern, auch wenn es jetzt zum Teil bis in die höheren Mittelgebirge herabschneit oder Schneeschauer geben kann, dann kann ich Sie trotzdem beruhigen, Ostereier im Schnee sind unwahrscheinlich in diesem Jahr. Ob es dann zum Beispiel an ein oder zwei Tagen auch mal sommerlich werden kann, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Da müssen wir erst mal abwarten. Aber noch ein Wort zu Pollenflug. Die Zahl der Pollenallergiker steigt jedes Jahr. Bei uns in Deutschland sind ungefähr 16% der Bevölkerung davon betroffen. Und einen gewissen Pollenflug haben wir jetzt schon fast das ganze Jahr im Zuge der Klimaerwärmung. Vor allen Dingen auch, wenn wir so einen milden Winter hatten, wie der vergangene Winter ausgefallen war. Der deutsche Wetterdienst hat neben seiner Warnwetter-App auch eine Gesundheitswetter-App herausgebracht und die sieht so aus. Die können Sie einfach als App auf Ihr Mobiltelefon laden. Wenn Sie sie anklicken, dann gibt es eine Auswahl, welche Informationen zur Gesundheit Sie erfahren möchten. Und bei uns geht es ja jetzt an diesem Wochenende um die Pollenfluginformation. Und da können Sie dann auch entsprechend da, wo Sie wohnen, Ihre Region einstellen. Und dazu bekommen Sie dann entsprechend Informationen. Genauer möchte ich das jetzt nicht erklären, das würde zu lange dauern. Wir interessieren uns an diesem Wochenende vor allen Dingen für den Birkenpollenflug. Der ist jetzt durch dieses kühle Wetter heute am Samstag relativ gering. Und wenn überhaupt, dann hauptsächlich in den Flussniederungen von Main, Rhein, Mosel und Nahe. Montag, wenn es trockener und sonniger wird, dann steigt die Belastung wieder etwas an. Und dann gibt es jetzt noch Erlenpollen, die sind ebenfalls auch schon beteiligt und die machen sich dann auch am Montag aber nur ganz gering bemerkbar. So viel erstmal zum Pollenflug, aber eine ganz wichtige Information, denn das ist ja für viele eine richtige Leidenszeit. Jetzt frage ich dich, Doc, wie sieht das denn bei dir in der Praxis aus? Ja, liebe Inge, Heuschnupfen ist natürlich ein Thema gewesen in der vergangenen Woche, aber auch in den Wochen davor. Das Interessante ist ja, wir haben ja mittlerweile Pollenflug das ganze Jahr. Also wir haben es das ganze Jahr haben wir es mit Heuschnupfen zu tun und den Auswirkungen. Beim Heuschnupfen ist ja so, dann ist das nur hier, Nasenrachenraum, aber
Es gibt einen Etagenwechsel, damit das hier oben nicht behandelt, nämlich hier auf die Lunge. Und dann sprechen wir von allergischem Asthma. Und das muss man einfach wissen. Man muss diesen Heuschnupfen heilen, geht nicht. Man kann sich desensibilisieren oder hyposensibilisieren. Die beiden Begriffe existieren immer noch nebeneinander. Also so eine Art Impfung gegen diesen allergischen, gegen diese Allergie. Und da gibt es einmal Spritzen, mögen viele nicht, aber es gibt heute auch Tabletten und Tropfen gegen bestimmte Allergene. Auch zum Beispiel gegen den Kot der Hausstaubmilbe. Also zurück zu dem Heuschnupfen. Der wird behandelt mit Augentropfen, mit Nasentropfen. Da ist meistens ein Antihistaminikum drin, was eben die Ausschüttung von Histamin aus der sogenannten Mastzelle verhindert und dadurch, die Mastzelle platzt eben nicht, dadurch treten weniger allergische Erscheinungen auf. Darüber ja, ist eigentlich klar, das kann man auch zum Teil selbst kaufen, mit dem Arzt Rücksprache nehmen, da gibt es auch immer mal was Neues. Und ob es besser ist, manchmal habe ich schon den Eindruck, dass die Symptome noch besser weggehen, aber man sollte es behandeln. Man sollte aber auch an die Lunge denken und da eben einen Übertritt in die nächste Etage verhindern, dass es eben nicht zum allergischen Asthma kommt. Und da gibt es Medikamente. Da haben wir immer unterschieden zwischen Medikamente, die man einmal am Tag nehmen muss, Langzeitwirkung, und dann Medikamente, die man nimmt beim Anfall, also akut. Man hat also immer zwei Sprays oder Inhalatoren, wie es gibt das Runde und die alte zum Draufdrücken, also die gibt es alle noch, aber man muss immer zwei dabei haben. Da gibt es jetzt eine Neuigkeit, dass man ein Spray in allem hat, das sowohl wirkt auf eine langanhaltende Erweiterung der Bronchien, weit sind, kommt natürlich besser Luft durch, als wenn sie eng sind, dann die auf die Entzündung wirkt, also da ist dann auch etwas Cortison dabei, keine Angst, das wird nur inhaliert, da geht ganz, ganz wenig nur ins Blut. Und es ist etwas dabei, was akut wirkt, wenn die Bronchien verengt sind, dass sie sich schnell öffnen. Der betroffene Patient, die betroffene Patientin wieder schnell Luft bekommt. Also das muss man wissen. Und wie es genauso wie es bei den Antihistaminika, Augen-, Nasentropfen immer mal wieder Neuigkeiten gibt, gibt es eben jetzt auch da etwas, wo man sagt, der Spray ist für alles. Langzeitwirkung gegen die Entzündung und zum schnellen Öffnen der Bronchien. Sprechen Sie am besten Ihren Hausarzt, Ihren Pulmologen darauf an und die wissen dann schon, was damit gemeint ist. Ja, jetzt an dem Wochenende war natürlich wenig los mit Heuschnupfen. Hat ja viel geregnet, kalt, aber nächste Woche wird sich das ja wieder umdrehen, dann geht es damit auch wieder los. Also dran denken, haben Sie immer etwas zu Hause, damit Sie sich da jederzeit helfen können. Und dass es Monate gab wie früher, wo nichts los war mit Heuschnupfen. Es fliegen immer Pollen, das ganze Jahr über. Hat auch was mit dem Klimawandel zu tun. Okay, in diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.